So, willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online Gwaymor Markarth DLC. Ich habe nochmal nachgeprüft über den Startquest von Graf Verandis, nochmal nachgeguckt, wo, wie die Quest gestartet ist, beziehungsweise wie der Dialogverfahren ist. Er fängt an mit schön euch zu sehen. Warum schreibt man denn nicht auch das, was später kam in dem Dialog in der letzten Folge? Das Spiel ist ganz schön laut, ne? Warum schreibt man da nicht auch den Dialog rein? Schön euch, es ist schön euch zu sehen, Verandis. Und und dann kann man sagen oder weiterleiten für, warum ist die graue Schar reingekommen? Wer ist der König? Also Despot von Markarth. Das hätte man so besser drehen können. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich jetzt habe. Der stört. Der stört mich extrem. So, das mal vorweg gesagt. So, jetzt geht's weiter. Habt ihr nicht gehört? Ihr und dieser überhebliche Bastard seid hier nicht willkommen. Ab mit euch. Oder ich mache mir ein Halstuch aus euren Gedärmen. Nett. Grauschar ist uns ins Reich gekommen. Graf Verandis will helfen, sie aufzuhalten. Wir wissen alles über die Bluttrinker und das Tiervolk. Wir wurden mit ihnen gut fertig, bevor Ard Kadach uns nach Markarth zurückrief. Die Hexenrebellen sind eine größere Bedrohung. Neben den Außenseitern, die versuchen, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Hexenrebellen? Irgendeine wilde Hexe hat die Clans östlich von Markarth aufgestachelt. Sie macht Ard Kadach Ärger. Doch wir werden ihren Kopf schon bald auf einen Spieß pflanzen. Hört mal, wenn ihr den Ard sehen wollt, so bringt mir Neuigkeiten, die ihr noch nicht kennt. Etwas über die Rebellen. Sammelt Informationen. Ja, warum nicht? Machen wir mal. Sammeln wir Informationen. Wir haben nichts Besseres zu tun. Gut, hier ist ziemlich viel los. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich die Folgen gestaffelt aufnehme. Also 4 Folgen und ab jetzt pro Tag. Weil dann verringert sich auch die Spielerzahl, die wir begegnen. Und dann wird es an so Kernpunkten nicht so voll. Es gibt Säbelzahnkatzen hier, das ist okay. Diesen Dialog am Anfang, Digga, da gibt es keinen Punktabzug für. Es ist eine Lappalie, ist das. Es ist in einem Update, das ist behoben. Vorausgesetzt, solche Leute folgen mein LP und geben das weiter. Was durchaus sein kann. Das kann durchaus passieren. Ich würde mich schon als einer der größten Elder Scrolls Online-Let's Player bezeichnen. Es kommen wahrscheinlich Kommentare wie, du bist der Größte. Die verdammten Hexenrebellen sind genauso schlimm wie die verdammten Vampire. Ja, das meinte mit, hier rennen plötzlich überall Leute rum und das, naja. Bleibt von mir weg, ihr Stinkerin. Ihr meint, ein Rekrieger mit nur einem guten Bein kann euch nicht mehr ausweiten? Überdenkt das lieber. Ich will nur wissen, was mit euch widerfahren ist. Hat die graue Schar euch angegriffen? Die graue Schar? Sehe ich aus, als hätte man mich gebissen oder gekratzt? Das waren die verdammten Hexenrebellen. Und die können einen Regmannen ebenso wenig von einem Monster unterscheiden, wie ihr es könnt. Sie dachten, ich wäre einer von diesen Invasoren. Die Geister sollen sie alle holen. Die Hexenrebellen machen Jagd auf die graue Schar? Ei, wie ein Rudel Wildhunde waren sie. Sie riefen immer zu Arana, Arana, als sie sich auf mich stürzten. Ich bekam einen Pfeil ins Bein, bevor sie auf mich hörten, bevor sie entschieden, dass ich kein Eindringling bin. Ich glaube, Arana hat mit mir gesprochen. Sie war ihre Anführerin, glaube ich. Habt ihr eine Ahnung, woher die kamen? Nein, wie Geister waren diese Rebellen. Ich habe vor, nach Markarth zurückzukehren und mich an den Ard zu wenden, damit er mich mit einem Kriegstrupp losziehen lässt, um sie aufzuspüren. Sie müssen sich irgendwo im östlichen Vorgebirge verstecken. Es ist mir einerlei, ob sie gegen die graue Schar kämpfen. Sie gehören mir. Viel Glück dabei. Interessant. Okay, dann suchen wir mal weiter. Da drüben in der Pfütze ist irgendwas.
Nee, ich geh über Brücke. Das ist mir zu tief. Ja, doch, man kennt so ein bisschen. Man erkennt so ein bisschen die Welt hier. Ganz bisschen. Der Drachenschrein müsste ja dann auch schon aufgebaut worden sein, ne? Wie komme ich da hin? Von hier bestimmt nicht. Von der anderen Seite. Mein Indrik ist viel schöner als deins. Die verdammten Hexenrebellen sind genauso schlimm wie die verdammten Vampire. Die verdammten. Die verdammten stehen bereit. Genauso wie in dem Greymoor Hauptspiel werde ich auch den DLC. Oh. Ja, sowas sieht man noch am Tag. Das ist auch richtig. Werde ich auch. Danke. Werde ich auch dieses DLC bewerten. Und am Ende des DLCs kommt ein Fazit Phase 3. Ne, Phase 2 ist das, glaube ich, ja. Mit dem Charakter. Und ja. Da könnt ihr das Fazit dann erfahren. Level Design werde ich da zum Beispiel dann auch später bewerten, was meistens immer ziemlich gut ausfällt. Also was Level Design ist eigentlich selten was auszusetzen. Mal ein Bug oder so. Oder wie das da oben. Das Lightning. Das ist auch ein Level Design Fehler. Den habe ich aber auch im Hauptspiel mal gefunden. Das könnte engine-bedingt sein. Ansonsten, was so Level-Design angeht. Oh Gott. Da haben sie viel, viel Steine gesetzt. Weiß nicht, wenn man jetzt selbst mal Level-Design gemacht hat. Und sei es nur Spaß. Das ist sauschwer, wenn du sehr viele Steine hast, die du setzen musst. Jedes von diesen Steinen ist vormodelliert in der Engine, aber nicht texturiert, wie ihr seht. Aber in der Ferne sieht immer alles toll aus. Und dann halt übereinander gestapelt, beziehungsweise sogar unterschiedlich gestellt. Damit man sieht, okay, das ist nicht ein Stein, das sind mehrere. Die werden mehrere Steine verwendet haben dafür. Und das ist auch schwer. Das dauert nämlich lange, bis man das hatte. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mal so ein bisschen mit dem Level-Editor mal gespielt. Ich glaube, das war allerdings. Ja, irgendwas war das, glaube ich. Irgendwo habe ich mal sowas probiert. Und daher weiß ich ungefähr, wie lange das dauern kann. Schöner Hut. Brüder und Schwestern, unsere Spione in Markarth melden, dass Mitglieder der Rebellion der Hexe die Stadt infiltrieren haben. Sie sammeln sich in Wohnungen und an der Straßenecken und drängen ihr schmutziges Pack in sich in den Hügeln im Osten anzuschließen. Kein normaler Sterblicher mit einem Funken Selbstrespekt würde ein warmes Haus gegen einen armseligen Zettel aus Bärenfell eintauschen. Aber wie unser Aschefürst es immer wieder ins Gedächtnis ruft, das Reichvolk ist wieder normal. Noch hat es einen Selbstrespekt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Reichmann die Stadt verlassen. Jeder Barbar, den wir in den Hügeln und Wäldern. Wichser! Oh, ihr seid. Was seid ihr für asoziale Penner? Was seid ihr für Scheiße, ihr Spieler?
Fickt euch weg, echt. Ich hoffe, ich kann es noch starten. Das hasse ich damit. Die jagen einfach, ihr könnt nicht so ruhig fällt und die schicken einfach Gegner hier hoch. Unglaublich. Da. Hügel und Wälder dieses gottverlassenen Landes herumstreifen. Sehen ist freiwillig. Sorgt dafür, dass diese Rebellen den Wald fürchten und vor der Nacht fliehen. Je schneller sie sterben, desto eher tragen unsere Pläne Früchte. Gebunden im Blute, Pentarch Hautreck. Die Möwen vor meinem Fenster sollen bitte auch verschwinden. Die Nerven. Neues Buch entdeckt. Gut. Jetzt haben wir auf der anderen Seite noch was zu finden. Oh Mann. Ich liebe Singleplayer-Spiele, also nehmt es mir nicht übel, wenn ich manchmal gegen das MMO-Regime fluche hier. Das ist dann normal. Gut, da auf der anderen Seite müssen wir hin. Ein Wasserfall sieht interessant aus. Sieht aber auch merkwürdig aus, muss man sagen. Geht. Mark hat es ganz schön hoch, ne? Jetzt weiß ich nicht was. Hier haben ja die Reitmannen im Moment das Land unter Kontrolle. Und offensichtlich geht ihr Land bis weit hier in diese Richtung. Drachenbrücke und Co. müsste ja jetzt schon existieren. Denn zur Zeit von Skyrim ist Drachenbrücke quasi eine Halbruine. Drachenfeste meine ich nicht Brücke. Drachenbrücke ist weiter oben. Also muss irgendwann die Nord von oben oder von der Seite angegriffen haben und die Reik vertrieben haben aus dem Land. Denn kann ich deren Hass echt verstehen. Bleibt hier, solange ihr wollt. Ich warte nicht mehr darauf, dass Ar-Kadach die Clans zusammenführt. Ist das so? Und was habt ihr vor zu tun? Wollt ihr euch diesen Rebellen anschließen? Ihr hättet nicht einmal die geringste Ahnung, wie man sie findet. Da irrt ihr euch. Konul sagt, sie versammeln sich in den östlichen Hügeln. Dann soll euer Kopf neben dem Rest von ihren auf einem Spieß enden, ihr verdammter Narr. Okay. Geht zur Feste Unterstein. Hieß sie wirklich so? Ich werde auch das so machen, dass ich komplett die Hauptquest folge, alles andere ignoriere. Also wir verfolgen jetzt, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, um euch das zu zeigen, alles was dieses Symbol hier hat, verfolge ich hauptsächlich. Sprich die Hauptquest von Markarth. Ah, wahrscheinlich ist es jetzt nicht die Hauptquest, die hat sich ja gerade abgelöst. Keiner von diesen schwächlichen Fremden könnte sich einer wahren Rake-Herausforderung stellen. Angeh. Nee, das mache ich. Dich mache ich noch nicht. Obwohl, das endet eigentlich wieder ins Nichts, ne? Ja, ich werde das so machen. Ich nehme jede Quest an und lese dann am Ende nochmal im Buch vor, was los war. Und wir hören ihn trotzdem einmal an. Sieh sich einer euch an. Ihr stolziert herum und haltet euch wohl für hart. Sicher, ihr habt schon den einen oder anderen Kampf gesehen. Gaukelt euch selbst vor, dass ihr den Geist einer Kriegerin habt. Doch könnt ihr einer wahren Rake-Herausforderung standhalten? Welche Art von Herausforderung schwebt euch vor? Ha! Ihr habt wohl einen Magen aus Stein, was? Nun, wie klingt denn ein Bau voller außerweltlicher Bestien? Nur ihr allein gegen eine Horde der schlimmsten Ungeheuer und Geister aus dem Reich des Vergessens. Die meisten Außenseiter würden allein schon beim bloßen Gedanken vor Angst zittern. Kennt ihr einen solchen Ort? Aber sicher tue ich das. Eine Höhle liegt südlich von hier, die mein Clan Grund des Watteschran nennt. Wir halten dort die Riten des Watteschran ab.
Ein Kampfritual, welches das Können unserer Krieger erproben soll. Ich fordere euch heraus, dorthin zu gehen. Beweist, dass ihr ins Raid gehört. Ich nehme eure Herausforderung an. Wie komme ich dorthin? Beeindruckender Mumm. Eine Schande, dass die Riten euch mit Sicherheit das Leben kosten werden. Dieser Wagen kann euch geradewegs zum Grund des Watteschran bringen. Ansonsten geht ihr nach Süden, um den Höhleneingang zu finden. Ich werde meinem Clanbruder Khadgarn Bescheid geben. Sprecht mit ihm, sobald ihr dort ankommt. Erzählt mir mehr über die Riten des Watteschran. Unser Clan nutzt die Riten, um zu bestimmen, welches unserer Kinder in den Rang eines Erwachsenen aufsteigen soll. Wer die Herausforderung überlebt, geht als vollwertiger Krieger des Reg aus ihr hervor. Dann hat man alle Vorrechte und alle Verpflichtungen, die damit verbunden sind. Das ist eine Herausforderung für Kinder. Ha, in der Tat ist sie das. Was bedeutet, dass sie für eine Außenseiterin perfekt geeignet ist. Oh ja, okay. Was ist das? Eine Quest ist dafür bestimmt, mit einer Gruppe für Prüfung von 12 Spielern bestritten zu werden. Willst du mich verarschen? Lassen wir mal offen, aber ich glaube nicht, dass ich die machen werde. Die Unerschrockenen können wir eigentlich auch killen. Ach, lass dich alles auf. Scheißegal, ob es jetzt anders oder aus. Ich nehm's trotzdem mal mit. Ihr seid gegangen. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Wieso fehlgeschlagen? Ihr seid gegangen. Was ist jetzt fehlgeschlagen? Geht zu Feste Unterstein, das ist doch richtig. Questführung ist ein bisschen merkwürdig, deswegen gibt es da mal eben Korrekturen, würde ich sagen. Sag mal, toll, jetzt hast du mich verwirrt.